Ja, was ich mal gelernt habe oder studiert habe, ich habe mein Abi gemacht, dann habe ich Mathe und Physik auf Lehramt studiert, da habe ich aber zu viel gekifft. Viel zu viel gekifft und gesoffen und gefeiert. Dann habe ich kurz mal was für Giga gemacht, als der E-Sport noch in den Kinderschuhen steckte. Dann habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Dann habe ich 3 Jahre lang als Pokerlehrer gelebt und also Pokerspieler und Pokerlehrer gemacht und davon gelebt. Dann hat das FBI Full-Tilt-Poker geschlossen und mein ganzes Geld war weg. Dann habe ich einen Aushilfsjob gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, fickt euch alle, ich gehe wieder zurück in den E-Sport. Und jetzt bin ich wieder im E-Sport angekommen. Fremdgehen 69. Ja, das mit Full Tilt war nicht mies, sondern das mit Full Tilt hat mich gefickt. Weil halt mein ganzes Geld bei Full Tilt war. Ein ganz netter fünfstelliger Betrag. Einfach mal weg. Von einem auf den anderen Tag. Alles weg. Mein Einkommen von 3000 Euro im Monat auf null. Weg. Einfach weg. Das war ein Albtraum. Ja, mein Lebenslauf. Ist ein bisschen anders als bei. Es ist nicht 0815 auf jeden Fall. Aber ich werde auch nie wieder in die normale Arbeitswelt zurückkehren. Nie wieder. Das gebe ich mir nicht mehr.